Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft auf dem Groupcraft Server. Ja, eine kleine Pause wegen dem eigenen Server. Ich habe einen eigenen Mod-Server aufgemacht und habe da viel zu tun gehabt, weil viele Leute schon drauf wollten. Es sind so ungefähr 6 Stück und das ist wirklich. Da merkt man, es ist ein bisschen toller, wenn man mit Mods einen Server macht, aber die Sicherheit, die ist groß geschrieben, deshalb ist auf dem Server momentan kein Zutritt für Leute, die ich nicht kenne. Also wenn ihr auf dem Mod-Server wollt, mit eigenem Modpack, mit coolen Baum, also alle Baummods drin, die recht gut sind, dann dürft ihr gerne hier auf dem Groupcraft euch mal bekannt machen mit mir, mit den anderen, und habt dann Zutritt oder Gmod 0. So, jetzt. Und eben, dann könnt ihr drauf, oder eben ihr seid ein Let's Player, weil das auch ein Projektserver wird sein. Und das Projekt beginnt dann bald, anstelle von der Dimensional Dive Let's Play, weil das jetzt nicht so das beliebteste ist. Wir haben irgendwas mit 28, da müssen wir noch ein paar Level haben. Dann verzaubern wir nochmals eine. Was war's? Was haben wir für zu. Ah, Helm. Ja. So, die machen wir hier rein. Der Trank kann hier rein. Der Rest kann hier bleiben. So, und wir gehen in die Farmwelt. Dazu gehen wir zum Home-Portal und schauen mal, ob es eine neue gibt. Und zwar hier rein. Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, sie ist nicht neu. Nee. Ja, sie ist nicht neu. Wir werden aber hier in den Süden gehen. Wir waren ja das letzte Mal in den Norden. Und werden hier noch ein paar Level holen und die Welt entdecken. Ich brauche doch ein Mesa-Biom. Ich finde kein Mesa-Biom in diesem Projekt. Das ist sowas von. Gut, also. Ich bin eben der Leiter, der Owner vom Ding-Server. Mega Coolman ist der. Ist der technische Leiter und der Portalleiter. Vom Mega Drake-Server. Da ist Mega Drake und das Modpack auch. Und das Modpack könnt ihr immer ab runter Ding. Einen Link gibt es im Video über diesen Mega Drake Server. Und ja, das Video findet ihr in der Playlist vom Mega Drake Server. Also, hier haben wir alles Wald. Ein Sumpf ist da drüben. Ja, der brauche ich jetzt nicht. Wir rennen weiter. Mach mal ein bisschen Hunger. Also, dass man ein bisschen aufhören zu springen, damit der Hunger nicht so frisst. Weil nach einiger Zeit bekommt man immer mehr Hunger, wenn man zu lange rennt. Ja. Eben auf der anderen Welt, auf meinem Server mache ich auch eine FVR-Welt und dort ist man dann ein extremer Trummel. Da sind ungefähr 6 Leute da aktiv und die bauen einen Rekordzeit, wirklich super. Schon mal fleißig die FVR-Welt für das Projekt, für das Let's Player-Projekt, das auch ein eigenes Video bekommen hat. Und da kann man dann als Let's Player auch aufnehmen oder als Nicht-Let's Player einfach kämpfen. Das wird ein Heidenspaß. Ich hoffe, es wird auch erfolgreich sein. Und ja, vor allem, dass einfach die Let's Player ein Projekt haben, weil ich habe das Gefühl, die Projekte sind nur von großen YouTubern. Und da dürfen auch nur große YouTuber rein. Dann will ich ein Projekt machen, wo sozusagen für alle sind. Und ja, die kleinen YouTuber zu großen werden können, wenn es dann Erfolg hat. Aber ich sage jetzt nicht einfach, ja, das Projekt hat nicht Erfolg, ich mache es nicht mehr. Der Server bleibt, ich habe mir einen Monat so das Geld, das ich auf dem Server investiere, und kann auch mit Spenden leben.
Und jo. Es wäre cool. Aber das heißt jetzt nicht, dass dieses Projekt weggeht. Das hört nicht auf. Das Projekt, das ist fest verankert, das macht richtig viel Spaß, obwohl es nur Vanilla ist. Aber es kommt noch ein zweites Projekt dazu, auch wieder ein Multiplayer-Projekt. Aber wahrscheinlich mit dem ein bisschen mit anderen mehr zusammen, weil hier ist momentan einfach das Problem, dass fast niemand, der halt draufkommt, so richtig viel Spaß hat, mal mit mir zu plaudern oder so, lieber alleine ist. Kann ich durchaus verstehen. Minecraft ist halt nicht mehr so motivierend. Aber ja, ich bin mal gespannt. Ich gehe jetzt nach Südwesten. Ich hoffe, dass man irgendwo hier warme Biome haben. Weil alles andere ist zu kalt. Also ich freue mich riesig auf das neue Projekt. Ich freue mich riesig auf dieses Projekt, wie es weitergeht. Und da nur, obwohl er jetzt in Ferien ist, kann ich leider jetzt an der Pyramide nicht arbeiten, also an der Sphinx. Dafür machen wir wahrscheinlich etwas anderes jetzt in den nächsten Parts. Und danach kommt die Pyramide. So, Level 29. Das ist aber auch nicht warm dort drüben, oder? Ich weiß es nicht. Da oben hat es wieder Kühe, ob die brauchen nur die. Ein Spinnenreiter. Oh, der Milchkühe. So. Und jetzt hier dazwischendurch. Wir wollen jetzt nicht wieder gespickt werden von Skeletten. Also, jetzt kommt wieder dieses Projekt häufiger. Und deshalb, ja, kann es selbst weitergehen. Also, ist richtig cool. Also, das Projekt, das gefällt mir richtig. Das macht Motivation. Das ist einfach cool. Und es ist Minecraft. Es ist 100% Minecraft. Ah, macht das Spaß. Oh, schaut mal. Eine unendliche Lavaquelle. Also ringsum ist ja Luft. Die Lava kommt unendlich aus dem Stein raus. Mal Floster sagen. Wenn er überhaupt es sieht jetzt gerade. Sonst muss ich nämlich weg. Komm, werde Tag, bitte. Ja, da wird man sofort hungrig. Aber ich nehme es mal, damit ich nicht ein Ding verschwenden muss. Gehen wir mal in diese Höhle rein. Ja. Oh, 17 lädt, das ist ja schön. Ein Pferd habe ich mir auch noch nicht gefunden. Gut. Ich will mal ein bisschen Bogen benutzen. Ha, zwei Hit. Schön. Da ist noch ein Skelett, ein Creeper. Ja, hoffentlich warst du gerade hier. Okay, gehe weiter. Da ist ein kleiner Flieg der Stein, wo unendlich Lava rauskommt. Ah, Mann. Klar. Ja. So. Und Crash. Check.
Shatter. Das hat einfach mich nicht mehr gesehen. Ja, und Level 30, sehr schön. Okay, schade, dass wir jetzt hier kein anderes Biom finden als ein warmes. Wir schauen nochmals hier über den Horizont. Und wenn hier nichts ist. Ja, nur eine Weide. Schade. Dann gehen wir zurück. Level 30 haben wir. Oh. Mal ein bisschen generieren lassen. Nein, ist nicht viel hier. Ja, gehen wir zurück. So. Zu Hause angekommen nach einem Gewaltsmarsch. Okay. Mein Leben hat sich aufgefüllt. Mein Hungerbalken. Ich möchte gerne das Fleisch hier reintun. So. Und dann haben wir hier den Loot. Und eigentlich möchte ich ja eine Axt machen. Ich will die Diamanten noch rüber tun. So. Oh, unsere Diamanten gehen aus. Also dann müssen wir minen. Also nächster Part ist eine Mining-Folge. Und danach kommt die Baufolge. So. Eine Axt will ich machen. Das Helm ist jetzt nicht ganz so wichtig. So, Axt. Silk-Touch. Also ich brauche doch keinen Silk-Touch. Dann lieber Unbreaking. Ja. Fortune! Fortune! Aber leider nur eins, aber trotzdem richtig genial. Sehr schön. Okay. Jetzt gehen wir nicht meinen. Nächste Folge gehen wir meinen. Heute möchte ich. Ja, ich möchte hier eigentlich das Haus weiterbauen. Ist es nur. Ich habe überhaupt momentan keinen Bock, Vanilla zu bauen. Wir machen das mal weg. In der übernächsten Folge will ich etwas anderes bauen, deshalb möchte ich hier noch heute das kurz machen. Und dann machen wir das dann später. Hier ist noch ein Baum. Schade, dass die Schaufel so schnell kaputt geht. Ich glaube, laufe ich den Ding aus. Ja. Ein bisschen Musik an. Was sollte ich machen? Noch ein bisschen drunter stellen. Musik ein bisschen lauter, so. Und so. Weil ich manchmal AFK hier herumstehe, geht dann die Musik automatisch auf die. Also geht die Musik auf die Nerven. Und. Ja, das nervt halt. So, Dele. Haben wir diese nervige Arbeit fertig. Ich möchte jetzt das Haus nur bis hierhin machen. Hier nach oben zu bauen, da brauche ich ein bisschen mehr Planung. Das ist schon extrem alt, weil ich ja jetzt nicht mehr XP sammle. Außerhalb vom Let's Play muss ich die auch nicht wieder zurücksetzen. So, noch mehr Eier. Wir haben viele Eier. Viele Eier, viele Eier. Die Hühner sind so viel. Die Hühner sind so viel. So. Ja, wir machen die Erde alles runter. Machen kurz neue Ding. Dings, Dinger, Kisten. Nein, du gehst halt hier. Dann gehen wir runter. Machen hier auch eine Truhe. Mit Erde drin. Voll cool. Und ist aber cool, oder? So.
Schön, ach, schaut mal. Eine Erde voller wertvoller Erd. Eine Erde voller Truhen, würde ich sagen. Eine Truhe voller schöner Erde. So, was haben wir noch zu tun? Ja, die Kühe müssen wir ja jetzt nicht schlachten, die Schafe müssen wir auch nicht so. Naja, rote wollte ich jetzt das Haus nicht rot machen. Wir wollten ja noch einen Hangar machen. Aber das ist, naja, nicht die Sache. Haben wir hier, was wollte ich? Lohestaub. Nein, was brauchen wir jetzt für Heiltränke? Für Heiltränke braucht man irgendwelche seltenen Zutaten. Irgendwas Seltenes. Ist es Lohestaub? Ist das wirklich Lohestaub? Wir könnten es ja mal testen. Wir haben noch eine Lohe-Route hier. Und für die brauchen wir ja nicht Ding. Ich brauche die Tränke. Du gehst raus. Ah, wir haben noch mehr Lohe-Routen. Die kommen rein. So. Und hier können wir noch ein paar Blümchen hinmachen. So, oh, schaut euch das mal an. Und hier oben, nein, hier oben nicht. Das mache ich weg. Und die letzte Blume kommt hier. Dann kommt hier der Staub. Blaze Powder. So. Es geht, aber was gibt es? Leuchttränke gibt es nicht, oder? Ich weiß es jetzt nicht, was es gibt. Ich frage mich, wie lange es geht, bis wir hier alles mal so richtig verbaut haben. Ich wollte ja hier einen Leuchtturm hinmachen, aber der Leuchtturm kommt wahrscheinlich zu der Angelinsel. Nicht so ein großer, also hier muss jetzt wirklich gehen. Potion of Strength. Aha. Okay, weiter werde ich sie aber nicht machen. Die Strange Potion werde ich dann mitnehmen. Zum Ding, zum Ding, Ding, Ding machen. Zum Ding, Ding. Für den Wassertempel. Den wollen wir ja auch besuchen. Mega Coolman hat gesagt, der Wassertempel, der ist zu schwer, also zu schwer noch. Wir müssen unbedingt Schutzpanzer haben. Deshalb geht es leider noch nicht ganz. So. Gut. Also. Dann beginnen wir jetzt mal noch ein bisschen meinen. Nächste Folge geht das meinen weiter. Und so weiter. Ich hoffe, wir landen nicht in einem. Ja, wir gehen zu Home Farm 6. Nö. 5, ja. Home 5. Da sind wir hier und hier sind wir runtergegangen. Okay, dann ist es doch aktuell. Sehr schön. Schauen wir mal. Level 9, Level 10, Level 11. Sehr gut. Dann gehen wir hier rein. Mal schauen, wie erfolgreich diese Jagd nach Diamanten sein wird. Es ist nun mal etwas, was man Minecraft machen muss. Im Let's Play möchte ich es zeigen. Also ich sage jetzt nicht, es ist langweilig und ihr habt keinen Spaß daran oder so. Eventuell habt ihr Spaß daran. Gronkh hat damals auch die ganze Zeit immer nur gefarmt. Ich weiß nicht, was es gibt. Da drin. Da oben. Und jetzt? Da. Erschreckt mich doch nicht so. Ist auch eine Schlucht. Ich brauche nur Diamanten. Ein Enderman. Ah, hier hat es noch Gold. Das bräuchten wir auch noch. Ich dachte schon, der wurde kleiner, aber er wurde nur hier. Nach hinten. Noch runtergeschleudert.
So. Gut, hier ist noch Lava irgendwo. Nein, irgendwie. Ich will jetzt nicht allzu viel meine Spitzhacke vergeuden. So, hier nach oben. Und hier ist irgendwo der Eingang. Wo ist der Eingang? Da. Ja, da. So. Dann gehen wir weiter. Wo ist jetzt der Eingang? Ah, das ist schon hier. Jetzt sollte eigentlich der Lavasee auch kommen. Noch mehr Gold. Gold ist auch sehr wichtig. Ich frage mich, was Goldstaub, Glowstone-Staub für eine Wirkung hat. Das müssen wir alles rausfinden. Als ja, einer, der Alchemie noch nie richtig gemacht hat. Ich bin einer, der, naja, Alchemie und Technik nicht viel macht im Ding, aber es interessiert mich schon, aber es ist für mich einfach manchmal ein bisschen zu nervig, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Es sollte halt ein bisschen besser sein. Es sollte, wenn man jetzt zum Beispiel einen Gegenstand findet, sollte es stehen, was es macht oder was es eine Wirkung hat. Oder man macht so ein Buch, wo dann alles drin steht, was man herausgefunden hat oder so. Jo. Aber eben in der Alchemie ist es eigentlich nur ein Herausprobieren oder ein Nachschauen. Mehr auch nicht. Bisschen schade. So. Der Hauptgrund, wieso ich jetzt momentan ein Mod-Projekt mache, ist jetzt nicht, ja, ich will beliebt bei YouTube sein oder so. Das will ich gar nicht. Also ich zwinge es mir nicht auf. Ich werde halt einfach irgendwann mal erfolgreich vielleicht. Aber das Hauptwichtigste ist, dass ich mal selber mitwirken kann bei Mods. Ich möchte meinen Traummod machen und dafür brauche ich andere Leute, die gut modden können, weil ich sehr wenig Zeit habe. Und dadurch, ja, eben nach Wunsch einen Mod zu machen, das wäre so geil. So, wir haben so viel Gravel hier, da können wir gleich mal sehr viel sammeln. Oh, wir haben schon wieder fast Level 30, sehr gut. Also hier gibt es überall bis hier Zombies. Wahnsinn. Aber keine Diamanten. Das ist eine Frechheit, eine überaus große Frechheit. Ich mache es wahrscheinlich so wie auf einem der alten Server. Es war so ungefähr Dezember 2014. Da war ich auf einem Server, wo einfach freies Bauen war und Leute halt mit Rollenspiel und so. Und dort hatte ich eine gute Planung von meinem Chef, also meinen Strips. Und die wäre großflächig zu machen. Also nicht jetzt in irgendeine Richtung die ganze Zeit bohren, sondern großflächig. Und das werde ich wahrscheinlich hier auch machen. Aber zuerst werde ich jetzt mal geradeaus machen und dann gerade wieder zurückgehen. Weil, ja, weiß ich nicht. Übersicht halt. So. Dann machen wir das im nächsten Part. Und in diesem Part gehen wir jetzt mal alles geradeaus und dann wieder zurück. Sehr schön. Also es geht. Es ist jetzt nicht so unspannend, weil ich einfach eine Erwartung habe, dass ich wieder Diamanten finde. Weil sie mir ja doch langsam ausgehen. Ich habe nur noch 70. Also 3 und 67. 3 weniger. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr, weil ja in der Kiste noch drin waren von dem Zaubertisch. So. Es kommt nichts. Nicht mal Eisen oder so.
Ich möchte kurz mal beim Lavasee. Ja, Fackel. Das ist kein Lavasee, das ist ein Lava-Wasserfall. So. Hier haben wir nichts. Hier haben wir Lava, das ist der andere, was wir gehört haben. So, aber sonst ist hier nichts, schade. Ja, nein, Kohle muss ich jetzt nicht. Da oben ist auch nichts. Das Eisen können wir mitnehmen. Wir brauchen unbedingt Glück auf der Spitzhacke. Ja. So. Cobblestone brauchen wir nie. Einen Bogen brauchen wir. Nicht das. Nein. Weg, 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 weg. Der Bogen brauchen wir nie, haben wir gesagt. Gut. Ah, hier können wir noch weiter. Ah. Nicht falsche Taten. Ich denke immer falsche Taten. So, dann schauen wir mal hier. Creeper. Die sind so extrem einfach geworden. Noch mehr. Gold. Ja, das Gold können wir auch gebrauchen. Fürs Bauen. Ja, leider ist hier gar nichts. Ne. So was und schade. Das wollte ich doch in dieser Folge noch ein bisschen finden. Aber nein. Okay, dann hören wir jetzt hier auf. Sheet. Plötzlich wird es hell. Ja. Okay, fertig erkundet. Ah, hier hat es noch mehr. Hier oben ist ja nichts. Nö. So. Erkunden wir noch ein bisschen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass der Lavasee nur eins hoch ist. Können wir nicht gut hinterher. Aber. Egal. Ja, hier ist nichts mehr. Nö. Dann gehen wir zurück. So. Und zwar machen wir jetzt. Nein, hier nicht. Hier. Das, das, das. Nein, das muss ich jetzt nicht hier rein tun. Und das. Das, naja, das Eisen kommt in den Ofen. In den Ofen kommt Eisen. So, hier kommt der Rest rein. Cobblestone kommt runter, wie immer. Zwei lasse ich mal hier. Vielleicht brauchen wir noch Kobbel. Kein Problem. So. Und jetzt. Was könnten wir noch machen? Ja, machen wir das Schild mal. Neu. Level 29 und das ist 1, 2, 3, 4. Fast 5. Linie. Ja, ist egal. So. Ja, das war's mit diesem Part und aua. Wir sehen uns im nächsten Part vielleicht wieder. Tschüss.